Tosca ist Puccinis Krimi. Im Zentrum steht ein Liebespaar, Floria Tosca, Sängerin, Opernstar, und ihr Geliebter, Mario Cavaradossi, ein Maler. Wir sind in einer politisch angespannten Situation. 1800, das Jahr 1800 in Rom im Juni, 14. bis 16. Juni 1800, spielt genau diese Oper. Es waren politische Wirren. Italien war in den Koalitionskriegen, den Nachfolge der Französischen Revolution im Ende des 18. Jahrhunderts, zwischen die Fronten geraten, eine Zeit lang unter habsburgischer Vorherrschaft, dann wiederum befreit. Napoleon hatte kurze Zeit in Rom eine Republik gründen lassen, ähnlich der Französischen Republik, mit einem Rat, der die alten Mächte hinweggespült hatte, die aber dann eben durch Intervenierung der Habsburger wieder an die Macht gekommen waren. Und in dieser Zeit spielen wir nun, und das Ganze beginnt tatsächlich mit einem Gefängnisausbruch aus der Engelsburg, dem Castel Sant'Angelo, damals eben das Staatsgefängnis, das ganz am Rande Roms gelegen war, aus dem Cesare Angelotti geflohen ist, der ehemaliger Vorsitzender dieser kurzzeitigen Republik gewesen war und nun geflohen ist in die Kirche Sant'Andrea della Valle, in der gerade eben Mario Cavaradossi, der Maler, arbeitet an einem neuen Gemälde in einer Seitenkapelle. Genau in dieser Kirche hat nämlich die Schwester Angelottis ihm Kleidung versteckt, mit der er fliehen kann weiter, und dort trifft er auf Cavaradossi. Cavaradossi, der Fürsprecher dieser Republik war und gegen den Staat ist und ihm helfen will. Die beiden werden aber unterbrochen von eben Floria Tosca, der Geliebten, die ein bisschen eine typische Diva ist, die sofort eifersüchtig ist, glaubt, dass Cavaradossi mit einer anderen Frau gesprochen hat, und er kann sie aber vertrösten. Cavaradossi und Angelotti fliehen, und dann kommt aber schon relativ schnell der Polizeichef in diese Kirche, Scarpia, der relativ schnell realisiert, dass Cavaradossi Angelotti geholfen hat, und wie er jetzt Tosca nutzt, ihre Eifersucht, um herauszufinden, was geschehen ist. Es entspinnt sich wirklich ein richtiger politischer Krimi. Im zweiten Akt sind wir im Palazzo Farnese, also in der Polizeistation, quasi im Büro Scarpias, während draußen oder im Nebenraum Tosca noch eine Kantate singt, wird drinnen schon Cavaradossi gefoltert, und er versucht rauszukriegen, was tatsächlich passiert ist. Und es geht so weit, dass er Tosca, die Scarpia immer bewundert hat, ein unmoralisches Angebot macht. Er sagt: Verbring eine Nacht mit mir, und dann lasse ich dich und deinen Geliebten frei. Und dann kommt es im Affekt zum Mord. Sie nimmt tatsächlich den Brieföffner und ersticht ihn mit den Worten, die sie am Ende noch sagt: Avanti lui, trema va tutta Roma, und vor dem, wenn die Leiche da liegt, vor dem hat ganz Rom gezittert. Und dann im letzten Akt versucht sie tatsächlich noch mit Cavaradossi fliehen zu können. Er ist im Gefängnis eingesperrt, sie hat noch einen Passierschein. Es soll eine Erschießung zum Schein geben, eine Fake-Erschießung, die natürlich eine echte Erschießung ist. Und am Ende bleibt Tosca nichts anderes übrig, als zu springen. Sie springt in diesem letzten ikonischen Bild vom Plateau der Engelsburg mit den Worten Scarpia avanti Dio, also Scarpia, vor Gott sehen wir uns wieder. Und am Ende sind wirklich alle drei Hauptfiguren tot. Das stimmt, es ist gar kein wirkliches Verismo-Stück. Wir haben hier nicht die Probleme der einfachen Leute, keine Armut, keine Eifersuchtsdrama im wirklichen Sinne. Wir haben es A mit einem Künstlerdrama, aber auch mit einem politischen Stück, eigentlich mit einem Stück des Historismus zu tun. Puccini suchte und recherchierte wirklich sehr genau herauszufinden, wann was passiert ist und wie was geklungen hat.
Das liegt natürlich an der Vorlage. Die Vorlage ist ein Schauspiel von Victorien Sardou, also aus Frankreich kommend, mit dem Titel La Tosca, die Tosca, 1887 uraufgeführt. Und sie war auf dem Leib geschrieben Sarah Bernhardt, der großen Darstellerin der Zeit, die diese Rolle auch wirklich über Jahrzehnte gespielt hat. Und Sarah Bernhardt war eine großartige Schauspielerin, vor allem bekannt für ihr mimisches und gestisches Ausdrucksvermögen. Und das berücksichtigt Sardou in seinem Stück, die große Pantomime, die es eben gibt, wenn Tosca Scarpia umgebracht hat. Die gibt es schon im Schauspiel und die setzt Puccini dann in Musik um. Das Stück an sich ist auch speziell, weil es nämlich einer neuen Art von Drama angehört. In Frankreich war in der Nachfolge Victor Hugos das Theater wieder populärer geworden, weil es nämlich näher zu den Leuten ging. Es ging weg vom französischen hohen gesprochenen Ton, von feingedrechselten Versen, sondern hin zu einer alltäglichen Sprache und aber auch hin zu einer Ästhetik der großen Geste. Splatter, Krimi, es ging um Zuspitzung, es ging um Überwältigung und Überraschung. Puccini folgt eben dieser Dramaturgie und er reduziert sie noch gemeinsam mit seinen beiden Librettisten. Die Personage ist im Schauspiel viel größer, 20 Figuren treten da auf. Jetzt ist sie nur auf das Notwendigste reduziert und vor allem auf dieses unheilvolle, man möchte fast Liebesdreieck sagen. Denn im Endeffekt variiert Puccini eigentlich das, was die Oper des 19. Jahrhunderts immer gemacht hat, nämlich das Liebesdreieck von Sopran, Tenor und Bariton. Jede Verdi-Oper, das hat George Bernard Shaw mal gesagt, kann man gleich beschreiben. Sopran und Tenor wollen miteinander ins Bett, der Bariton hat etwas dagegen. Das funktioniert auch auf Tosca. Auch hier ist das Liebespaar, das der Bariton zerstören zu versucht. Das Ganze natürlich noch gerahmt in eine politische Situation. Und auf gewisse Art und Weise zieht Puccini damit auch einen Endstrich unter die Oper des 19. Jahrhunderts. Die Oper Tosca wurde im Jahr 1900 uraufgeführt. Nochmal einen Strich und subsumiert eigentlich alles und setzt ist quasi so die Sentenz aus italienischer Oper des 19. Jahrhunderts. Ja, es überrascht uns heute, wenn wir die Kritiken von damals lesen, bei fast allen Puccini-Opern. Das waren nämlich meistens Verrisse. Puccini war bei den Kritikern und bei seinen Kollegen gar nicht beliebt. Ihm wurde Kitsch vorgeworfen, Anbiederung an den Publikumsgeschmack. Und es stimmt, Puccini war es egal um musikalische Tradition. Ihm ging es darum, Stücke gut zu erzählen. Und er arbeitet gerade auch in Tosca mit harten Schnitten. Die Handlung läuft sehr schnell ab und es liegen eben sehr schnell lyrische Liebesmomente, zum Beispiel eben im ersten Akt zwischen Cavaradossi und Tosca, wenn sie das erste Mal aufeinandertreffen, wenn Tosca davon singt, dass sie doch auf ihr Landhaus gehen können und da in Ruhe leben, sie sich erinnern an ihr erstes Kennenlernen, dann steht das relativ eng neben der Musik Scarpias, mit der die Oper ja auch beginnt, diese drei Akkorde, die von Anfang an das Unheilvolle in diesem Stück kennzeichnen. Das sind eben harte Cuts, die er setzt, fast filmisch, wie Puccini da arbeitet. Andererseits komponiert er ja durch in Eimen, hält aber immer wieder die Handlung an und gibt den, vor allem den beiden Hauptfiguren Tosca und Cavaradossi ariose Momente, Arien, wo die fast aus der Handlung heraustreten. So zum Beispiel eben die Arie der Tosca im zweiten Akt, Visi date, visi d'amore. Ich lebte für die Kunst, ich lebte für die Liebe. Das ist eine Reflexion der Künstlerin Tosca.
die sagt, ich war doch immer Künstlerin, ich habe doch immer das getan, was ich konnte. Ich war da für die Massen, ich war da für die Kunst. Warum muss ich jetzt so leiden? Und das ist eben interpoliert in einem Moment, kurz bevor sie dann die Entscheidung trifft und Scarpia umbringen wird, der wirklich etwas von Reflexion, von Rücknahme hat. Puccini hat später gesagt, dass die Arie da an einer falschen Stelle ist. Ich finde, das ist genau die richtige Stelle. Dieses fast Heraustreten aus der Handlung und dieses Nachdenken über das, was eigentlich passiert. Und genauso ist es mit der Arie des Cavaradossi im dritten Akt. Lucevan le stelle. Es schienen die Sterne. Er, der als Revolutionär durchaus auch auftritt, im zweiten Akt sein Vittoria, sein Sieg, wenn er glaubt, dass die Revolution doch siegen wird, der Scarpia auch entgegenhält. Wir sehen, dass der Revolutionär am Ende, wenn es hart auf hart kommt, wenn er gefangen ist und bald hingerichtet werden soll, an die Liebe zu seiner Tosca denkt. Er erinnert sich zurück an die erste Liebesnacht, die sie beide hatten, als diese Sterne schienen. Diese Pose des Revolutionärs hat Cavaradossi auch ein bisschen nur angenommen. Im Herzen ist er eben nur ein liebender Mann, ein Künstler, der in diesen politisch angestrengten Zeiten lebt. Interessant ist, dass Tosca für jegliche Sängerin einerseits eine herausfordernde Rolle ist, weil man braucht durchaus dramatischen Aplomb, aber auch noch viel lyrische Schmelz in der Stimme. Andererseits auch darstellerisch eine große Herausforderung ist. Man ist einerseits, spielt man eine Sängerin, eine Operndiva, die eifersüchtig ist, die auch ein bisschen überzeichnet gezeichnet ist, die aber auch immer mehr zu sich kommt, erst recht dann eben im letzten Akt. Auch in dem Duett mit Cavaradossi, da wo sie beide sich wegträumen, dass sie nun übers Meer fliegen können und weg in eine andere Welt fahren. Und diese Musik erzählt eindeutig davon, dass die beiden das gar nicht mehr richtig glauben. Das ist eine Fantasie, eine Hoffnung. Ich glaube, beide wissen, dass sie aus dieser Situation nicht mehr lebend herauskommen. Interessant ist zu schauen in das Stück von Sardou, wo die Vorgeschichte von Tosca erzählt wird und man noch ein bisschen mehr mitbekommt, warum Tosca so ist, wie sie ist, warum sie diese Diva ist. Da erzählt nämlich Sardou, dass Tosca aufgewachsen ist als Waisenkind bei Ziegenhirten und dann immer die Ziegen gehütet hat und gesungen hat und von Nonnen aufgenommen wurde ins Kloster und auch da aufgezogen wurde, immer gesungen hat und ihre Stimme so schön gewesen sein muss, dass Komponisten der Zeit um sie gekämpft haben. Und das ging so weit, dass die Komponisten wollten, dass sie aus dem Kloster herauskommt und auf die Bühne gehört. Dieser Konflikt wurde so groß, dass sie am Ende vor dem Papst damals vorgesungen hat. Und der Papst zu ihr sagte, mein Kind, deine Stimme ist so schön, ich entlasse dich aus dem Kloster und du gehörst auf die Bühne der Welt, alle Welt muss dich hören. Das hat eben der Papst, der höchste Vertreter Gottes auf Erden, diesem 18-jährigen Mädchen gesagt. Und natürlich entwickelt man dann vielleicht eine leichte narzisstische Störung, dass man glaubt, ich bin die Künstlerin, mir kann vielleicht auch gar nichts passieren. Und das ist dann eben der Moment im zweiten Akt, wenn Tosca realisiert, das perlt nicht alles an ihr ab, sie kann nicht alles erreichen, sondern sie gerät jetzt in eine Situation, in der auch sie out of her comfort zone ist, in der sie sich nicht mehr richtig zu verhandeln weiß und dann im Affekt reagiert und Scarpia ermordet. Scarpia ist auch eine interessante Figur, weil er eigentlich von Anfang bis zum Ende im Stück anwesend ist. Die Oper beginnt eben mit diesen Akkorden, die ihm zugeordnet werden.
die aber auch noch im dritten Akt vorhanden sind. Skapia ist schon tot, aber wenn Tosca über ihn singt, wenn sie davon singt, was passiert ist und Cavaradossi erzählt, wie sie Skapia ermordet hat, dann hören wir auch noch diese Akkorde, aber eben nicht mehr vom ganzen Orchester machtvoll gespielt, sondern noch ganz fahl, quasi tot. Und in der Oper geht es zwar um Tosca, sie ist die Hauptfigur, am Anfang steht das Motiv Skapias, steht am Mann, am Ende steht das Motiv Cavaradossis. Nachdem Tosca gesprungen ist, hören wir noch einmal das Hauptmotiv aus Il Lucevan le Stelle, dieses Sehnsuchtsmotiv Cavaradossis. Und so merken wir, die Frau steht zwischen diesen beiden Männern und wird auch aufgerieben zwischen diesen beiden Männern. Ganz deutlich musikalisch eröffnet und endet die Oper mit diesen Themen. Ja, diese Oper ist tatsächlich und diese Inszenierung ein Klassiker in unserem Repertoire, in der alle großen Sängerinnen, die diese Partie in den letzten 50 Jahren gesungen haben, auch aufgetreten sind. Bis zu heute mit Nina Stemme, Anja Hataros, Sandra Rotwanowski. Das Interessante ist, dass Barlog natürlich sehr genau diese drei Bilder und die drei Räume, die Kirche San Andrea della Valle, das Palazzo Farnese, im dritten Akt dann das Castel San Angelo erzählt, aber sich durchaus auch schon künstlerische Freiheiten nimmt. Zum Beispiel ist es nicht eindeutig die Kirche San Andrea della Valle im ersten Akt. Sie ist ein bisschen dunkler und er reduziert es auch nur auf das Notwendigste. Es gibt das Malergestell, das Bild, das gemalt wird, sehen wir gar nicht. Es gibt die Madonnenstatue und es gibt dann später auch das große Te Deum, die Prozession. Aber er reduziert auch das Ganze und dimmt die Farben herunter. Es ist dunkler, es ist eben ein Krimi. Und auch Barlog hat eben schon vor 50 Jahren interpretiert, besonders im zweiten Akt. Das Palazzo Farnese ist ein merkwürdig dunkler Raum, dieses Büro des Polizeichefs Skapias. Das sieht halt fast aus wie Sichtbeton, was da an der Wand ist. Ist es natürlich nicht, aber Barlog geht da weg von dem historisch verbürgten, sehr genauen Momenten, sondern zeigt vielmehr eine Interpretation dieses Palazzo Farnese. Genauso wie die Musik eben auch im dritten Akt ja ein sehr klares Bild des Rom des 18. Jahrhunderts zeichnen möchte. Wir hören erst einen Hirten singen, dann hören wir die Glocken aus der Ferne und diesen komponierten Sonnenaufgang. Puccini hat damals sehr genau recherchiert, mit einem Priester aus Rom korrespondiert, welche Glocke klingelt wann, aus welcher Kirche, wie ist sie gestimmt. Aber er hat eben ein Bild komponiert, das Rom des 1900, nicht des 1800. In 1800 waren die Kirchenglocken zum Teil ganz anders gestimmt. Und da gerät dann auch der Verismo und wie echt kann Oper sein, wie historisch genau kann dieser Historismus sein, an Grenzen. Denn Kunst muss immer erweitern, muss immer interpretieren und einen eigenen Zugang finden.